werden heute über unsere zukünftigen Aktionen und die Mobilisierung bis zum 18.03. in Frankfurt sprechen. Wir haben heute auch einen Gast, worüber ich mich sehr freue, das ist Hans-Jürgen Urban. Er ist geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall und Erstunterzeichner und Mitverfasser des Aufrufs Europa neu begründen und wird dazu ein paar Worte sagen. Außerdem darf ich hier begrüßen Thomas Sablowski. Er ist Wissenschaftler in Berlin und Mitglied des wissenschaftlichen Beirats von ATTAC. Außerdem ist er Teil des Instituts für Gesellschaftsanalyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ich würde jetzt zuerst Hans-Jürgen Urban bitten, seinen Aufruf vorzustellen. Der Aufruf trägt den Titel Griechenland nach der Wahl. Keine Gefahr, sondern eine Chance für Europa. Und dieser Aufruf ist unterzeichnet worden von allen Vorsitzenden der DGB-Gewerkschaften in Deutschland und einer großen Anzahl von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, von Repräsentanten der Parteien und anderer Vertreter der Gesellschaft. Worum geht es in dem Aufruf? Was war für uns Anlass dieses Aufrufs? Der konkrete Anlass ist, es wird nicht weiter verwundern, die Wahl in Griechenland. Und wir wollen mit diesem Aufruf insbesondere drei Botschaften verbinden, die uns sehr, sehr wichtig sind. Angesichts der Debatte, die wir erleben in den letzten Tagen, ist es mehr als notwendig, darauf hinzuweisen, dass das Ergebnis in Griechenland das Resultat einer demokratischen Wahl ist und deswegen von allen in Europa entsprechende Akzeptanz in Anspruch nehmen kann. Die griechische Bevölkerung hat das alte Politikkonzept abgewählt und hat sich eine neue Chance gewählt. Die gilt es zu respektieren. Das ist uns ein wichtiger Aspekt unseres Aufrufs. Zweitens, wir sehen das nicht nur als Chance für Griechenland. Wir sehen das als Chance für die absolut unverzichtbare Kehrtwende in Europa insgesamt. Als Chance, endlich Abstand zu nehmen von einer mit katastrophalen Folgen gescheiterten Austeritätspolitik und in ganz Europa endlich einen Diskussionsprozess in Gang zu setzen, der sich Gedanken darüber macht, wie der europäische Integrationsprozess, der sich auf gefährlichen Abwegen befindet, grundlegend neu orientiert werden kann, den Menschen gerade in Südeuropa eine neue, faire Chance geben kann, um so die Idee Europas, hinter der die Gewerkschaften in Deutschland hier immer gestanden haben, zu retten und bei den Menschen wieder mit Hoffnung zu verbinden. Und drittens haben wir diesen Aufruf gestartet, weil vieles von dem, was die neue Regierung in Griechenland an Politikkonzepten in die Debatte eingebracht hat, durchaus nah dran ist an dem, was die europäischen Gewerkschaften gefordert haben. Schluss mit der Austeritätspolitik, Schluss mit Sozialabbau und gemeinsame Initiativen für Aufbau von Wertschöpfung, von Sozialstaatlichkeit und so weiter. Das sind für uns die Punkte, die von zentraler Bedeutung sind und deswegen sind wir der Auffassung, dass jetzt Folgendes geschehen muss. Erstens, die griechische Regierung muss jetzt ein Konzept für einen solidarischen, nicht auf Austerität setzenden Entwicklungspfad für ihr Land vorlegen. Ich glaube, die Regierung ist dabei, dies zu tun. Zweitens, sowohl die EZB als auch alle anderen wichtigen Akteure in Europa müssen der griechischen Regierung Spielraum verschaffen, keine Erpressungen mit der Drohung, ansonsten Geldhähne und anderes zuzudrehen, sondern Spielraum für demokratische Entscheidungen. Und drittens, gemeinsame Initiativen und die Gewerkschaften wollen und würden sich gerne daran beteiligen, für Investitionen, für Sozialaufbau und für Wertschöpfungsunterstützung in Griechenland, aber perspektivisch auch in anderen Ländern. Das sind die zentralen Botschaften. Wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist, ein breites Bündnis zustande zu bringen, das nicht nur die Spitzen der deutschen Gewerkschaften umfasst, sondern auch weit hinein in die Gesellschaft gegangen ist und freuen uns insgesamt, uns gemeinsam mit Initiativen solidarisch erklären zu können, die in die gleiche Richtung, vielleicht mit anderen Akzenten, aber mit dem gleichen Ziel arbeiten. Vielen Dank. Es liegen ja zwei ereignisreiche Wochen hinter uns. Die Verelendungspolitik, die jetzt schon erwähnt wurde, wurde in Griechenland krachend abgewählt. Das hat aber auch dazu geführt, dass Mut und Hoffnung zum Widerstand auch hier in der Bundesrepublik Deutschland wieder aufgeflammt sind. Die griechische Bevölkerung hat den Ball zurück an die europäischen Herrschaftsapparate gespielt. Daraufhin hat die Europäische Zentralbank insofern reagiert, dass sie den griechischen Banken den Geldhahn abgedreht hat. Sie zeigt damit wieder einmal deutlich, auf welcher Seite sie steht. Sie agiert als ideelle Gesamtkapitalistin, die nicht daran interessiert ist, an die Ursache der gegenwärtigen Probleme zu gehen, nämlich den Krisenkapitalismus. Zur Einschätzung der aktuellen Politik der Europäischen Zentralbank wird jetzt Thomas Sablowski etwas sagen.
Ja, es ist jetzt gerade einmal 2,5 Wochen her, dass die Wahlen stattgefunden haben in Griechenland. Und die EZB hat mindestens 3 interessante Entscheidungen getroffen in dieser Zeit, die auch dazu geführt haben, dass wir natürlich jetzt nochmal verstärkt für den 18.03. mobilisieren, die auch dazu führen, dass nicht nur wir heute hier sitzen, sondern dass in vielen Städten Europas heute Protestaktionen stattfinden vor den Niederlassungen der nationalen Zentralbanken, des Eurosystems, auch vor deutschen Konsulaten, vor der deutschen Botschaft in Italien und so weiter. Kurz nach den Wahlen, bevor die Regierungen sich überhaupt dazu geäußert haben, hat die EZB bereits klargemacht, dass mit ihr ein Schuldenschnitt für Griechenland nicht möglich sein wird, dass die Staatsanleihen, die bei der EZB liegen, von einem Schuldenschnitt ausgenommen werden sollen. Damit ist die EZB praktisch vorgeprescht, obwohl im Grunde genommen eigentlich fast allen klar ist, sowohl bürgerlichen Ökonomen als auch Regierungen im Ausland bis hin zu Obama in den USA, dass im Grunde ein Kompromiss, Neuverhandlungen und ein Schuldenschnitt unumgänglich sind. Hier in Deutschland wird ja immer das Schreckgespenst gemalt, dass die deutschen Steuerzahler letztendlich haften müssten, wenn es zu einem Schuldenschnitt kommt. Was nun die Anleihen bei der EZB betrifft, ist es ja so, dass im Grunde genommen bei einem Schuldenschnitt die EZB das als Verluste verbuchen müsste. Die Anleihen würden abgeschrieben werden, die Steuerzahler in Deutschland wären überhaupt nicht davon betroffen. Gerade die Streichung der Schulden, die bei der EZB liegen, sind sozusagen am unproblematischsten von allen. Das heißt, wenn es zu einem Schuldenschnitt kommt, dann sollte man gerade hier sozusagen die Anleihen, die bei der EZB liegen, als erste quasi ins Auge fassen. Kurz danach hat die EZB ein Anleihekaufprogramm verkündet, 60 Milliarden Euro pro Monat an Staatsanleihen sollen aufgekauft werden in den nächsten Monaten. Griechenland wurde allerdings davon ausgenommen. Das heißt, griechische Staatsanleihen werden nicht aufgekauft, weil sie sozusagen ein Rating haben, was unterhalb liegt den Investmentregeln. Gerade das Land, was am nötigsten im Grunde eine Entlastung braucht, was mehr finanziellen Spielraum braucht, wird also hier im Grunde genommen gesondert behandelt. Die EZB gibt damit eigentlich eine einheitliche Geldpolitik in der Eurozone auf, was auch ein Bruch mit ihrem Mandat ist. Wenn man jetzt die Summen vergleicht, die Schulden Griechenlands auf der einen Seite und das, was mobilisiert wird, nur an zusätzlichem Geld jetzt über die nächsten Monate mit diesem Anleihenkaufprogramm, dann sieht man schon, dass im Grunde die griechischen Staatsschulden Peanuts sind. 60 Milliarden Euro pro Jahr pro Monat zusätzliches Geld der EZB, auf der anderen Seite ungefähr 250 Milliarden Schulden Griechenlands durch die Troika-Programme jetzt. Das entspricht sozusagen dem zusätzlich mobilisierten Geld der EZB von 5 Monaten. Insofern sieht man auch hier, dass eigentlich eine Neuverhandlung dieser Schulden überhaupt kein Problem wäre. Warum sind aber die Bundesregierung und die EZB dagegen? Es geht eben darum, nicht jetzt sozusagen um ausgeglichene Staatshaushalte, um Schuldenabbau und so weiter. Es geht eigentlich darum, die Umverteilungspolitik von unten nach oben, von den Armen zu den Reichen in Europa fortzusetzen. Und die Befürchtung ist natürlich, wenn die Linksregierung in Griechenland sich durchsetzen kann, dass hier ein Dammbruch ist, dass in ganz Europa die Verhältnisse ins Rutschen geraten. Die dritte Entscheidung war, Aaron hat es schon erwähnt, im Grunde, dass die EZB gesagt hat, sie kauft überhaupt keine griechischen Staatsanleihen mehr an, auch bei der regulären Bankenrefinanzierung. Das heißt, den griechischen Banken wurde ein Stück weit der Geldhahn im regulären Finanzierungsgeschäft zugedreht. Übrig bleibt jetzt nur noch die Emergency Liquidity Assistance der griechischen Nationalbank. Das ist der einzige Weg für die griechischen Banken, sich noch zu refinanzieren. Auch diese Emergency Liquidity Assistance ist ja abhängig von der Genehmigung der EZB. Und sie hat gleichzeitig auch den Nachteil, dass höhere Zinsen fällig werden für die griechischen Banken. Das heißt, das griechische Bankensystem wird hier noch tiefer in die Verschuldung hineingetrieben. Im Grunde eine absurde Politik, die aber auch wieder dazu dient, den Druck auf Griechenland, auf die griechische Regierung zu erhöhen, um diesen Politikwechsel in Griechenland zu verhindern. Das alles sind für uns Gründe, unsere Anstrengungen in der Mobilisierung hier für den 18.03. nochmal zu verdoppeln. Und auch quasi den Schulterschluss zu suchen, natürlich mit den Gewerkschaften, mit anderen gesellschaftlichen Kräften. Denn wir wissen,
Es geht hier nicht nur um eine Politik in Griechenland, es geht um die Politik in ganz Europa. Und ich will abschließend noch sagen, es geht natürlich auch nicht nur um die EZB. Nehmen wir zum Beispiel den anderen Akteur in der Troika, die Europäische Kommission, Jean-Claude Juncker, der Kandidat von Angela Merkel für das Amt des Kommissionsvorsitzenden, wie wir jetzt wissen, hat ja in allergrößtem Maße in seinem vorherigen Amt als Ministerpräsident von Luxemburg Steuerhinterziehung organisiert, maßgeschneiderte Steuererklärungen für Großkonzerne in Luxemburg, mit denen praktisch arrangiert wurde, dass die keine Steuern zahlen in Europa. Das heißt, der Mann, der die Plünderung der Staatskassen organisiert hat in ganz Europa, klagt jetzt auf der anderen Seite ein, dass Griechenland im Grunde genommen mehr Haushaltsdisziplin wahren soll, dass die Griechen ihre Schulden abbauen sollen und so weiter. Hier sieht man im Grunde genommen, es geht nicht um ein Spiel Griechenland gegen Deutschland, sondern es geht hier um ein Spiel die Reichen gegen die Armen, Kapital gegen Arbeit, oben gegen unten, die Frage, ob die Umverteilungspolitik von unten nach oben fortgesetzt wird oder ob sie eben umgekehrt werden kann, nicht nur in Griechenland, sondern auch in Deutschland. Wenn in Griechenland die Mindestlöhne erhöht werden sollen, jetzt von der neuen Regierung um 30%, wenn die Lohnsenkungen rückgängig gemacht werden sollen, die es in den letzten 4 Jahren unter der Troika gegeben hat, sollten wir uns ein Beispiel daran nehmen. Mit vielen Ausnahmen nach wie vor, auch die Höhe des Lohns, 8,50 Euro ist nach wie vor ein Dumpinglohn, wenn man das vergleicht mit dem französischen Mindestlohn. Wir müssen zügig diese Ausnahmen beseitigen. Wir müssen den Mindestlohn auch perspektivisch schnell erhöhen. Wir können uns hier wirklich ein Beispiel nehmen an den Griechen, was die sozusagen durchgesetzt haben. Das ist eine große Aufgabe für uns. Der Mindestlohn ist nur ein Beispiel. Es gibt viele andere Politiken, Politikfelder, die hier angesprochen sind. Ich will erwähnen noch die Migrationspolitik. Griechenland nimmt viel mehr Migranten auf und Flüchtlinge als Deutschland, wenn man das umlegt auf die Zahl der Bevölkerung. Neben Italien ist das eben das Land, was durch die geografische Lage von dem Dublin-System besonders betroffen ist. Auch hier ist natürlich eine Veränderung notwendig. Im Fall des Dublin-Systems eine Neuverhandlung der europäischen Flüchtlingspolitik, wo die Lasten neu verteilt werden müssen. Es finden heute Solidaritätsaktionen gegen die deutsch-europäischen Ordnungsrufe nicht nur auf den Straßen Griechenlands, sondern auch in vielen Städten in Italien, aber auch hier in Deutschland, in Frankfurt, in Köln und Berlin statt. Sieh da, wir hier gemeinsam protestieren wir gegen das europäische Krisenregime, weil die vermeintlichen Sachzwänge werden überall nach unten gereicht. Hier in der Bundesrepublik Deutschland können Sie das daran sehen, dass zum Beispiel die Mieten explodieren, dass in Kommunen Schulen und Schwimmbäder geschlossen werden müssen oder dass die Beschäftigten zum Beispiel bei Amazon entrechtet werden. Die Grenzen verlaufen deswegen nicht zwischen Deutschland und Griechenland, sondern hier wie dort zwischen oben und unten. Deswegen ist auch hier jetzt in Deutschland die Zeit gekommen zu handeln. Die Herrschaften der Europäischen Zentralbank haben selbst eingesehen, dass sie am 18.03. den 9 Milliarden teuren Turm nicht mit einer pompösen Feier eröffnen können. Sie haben ihre Gästeliste gesund geschrumpft und offensichtlich ist es ihnen zu peinlich, einerseits Griechenland Verelendungsprogramme aufzudrücken und andererseits hier eine große Feier zu haben. Wir sagen, dass diese Politik, diese kapitalistische Politik der Europäischen Zentralbank noch nie ein Grund zum Feiern war. Wir kommen jetzt erst recht am 18.03. nach Frankfurt, um hier zu protestieren, egal wie viele Leute auf dieser elitären Party auf wie viele Kaviar-Eier treffen werden. Wir wollen nämlich eine andere Gesellschaft von unten demokratisch aufbauen, ohne Grenzen, gegen Grenzen, über alle Grenzen hinweg. Und das ist genau das Gegenteil von dieser undemokratischen, erpresserischen, neoliberalen Politik der Europäischen Zentralbank. Deswegen wollen wir den normalen Arbeitstag, den die Europäische Zentralbank hier am 18.03. neben der Feier machen will, blockieren. Wir werden am 18.03. früh morgens vor die Zugänge der Europäischen Zentralbank kommen und unsere Blockaden errichten, um alle Feiergäste und den Angestellten Zugang zur Europäischen Zentralbank zu behindern. Danach wird es ab 14 Uhr eine Kundgebung am Römer geben, wo es ein Programm mit Politik und Kultur gibt. Zum Abschluss werden wir mit einer großen Demonstration durch Frankfurt ziehen. Wir sind ein transnationaler und internationaler Protest. Wir wollen Grenzen überschreiten. Das bedeutet auch, dass unsere Mobilisierung europäisch ist. Wir haben unseren Aufruf in schon mehr als 15 Sprachen übersetzt. Wir haben Zusagen aus über 10 Ländern von Aktivistinnen und Aktivisten, die nach Frankfurt kommen werden am 18.03.
Wir wissen von vielen Leuten aus Italien, aus Griechenland, aus Frankreich und darüber hinaus, dass sie mit uns am 18.03. hier in Frankfurt protestieren. Außerdem laden wir alle in Deutschland ein, am 18.03. nach Frankfurt zu kommen. Wir haben dazu die Kampagne 1803 Ich nehme mir frei gestartet. Wir haben Mobilisierungsvideos gedreht, wo zum Beispiel ein Lehrer oder eine Sekretärin zu sehen sind, die ihre Arbeit stehen und liegen lassen, um zu Blocky beizukommen. Wir rufen euch alle auf, nehmt euch frei, schwänzt die Schule, macht blau, feiert krank und kommt am 18.03. nach Frankfurt, um die Eröffnungsfeier und den normalen Arbeitstag der Europäischen Zentralbank zu blockieren, weil wir der Ansicht sind, dass diese Politik schon immer falsch war, noch immer falsch ist und immer falsch bleiben wird. Wenn am 18.03. in Frankfurt die Sonne aufgehen wird, werden wir diesen Tag in einen Tag des Widerstands von unten verwandeln.